Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch und heute sind wir wieder mit einem neuen Video für euch da. Heute gibt es mal eine Impfaktion in der EZ-Hilfe für unsere Klienten. Und für besonders gefährdete Zielgruppen. Genau, und wir haben so ein paar Stimmen eingefangen und sogar eine Impfung dokumentiert. Also, viel Spaß. Die erste Impfung heute erhalten. Ja. Wie fühlst du dich so ein bisschen so danach? Mir geht's gut. Also man merkt den Arm ein bisschen, aber das ist, glaube ich, bei jeder Impfung so und ist alles gechillt. Ja, wie fandst du den Ablauf hier so bei uns? Es war sehr gut, also war sehr schnell und habe mich schnell eingetragen, war dann schon im Zimmer und jetzt bin ich auch schon durch. Hi. Hi. Der nächste. Ja, wie war's? Besser als gedacht. Besser als gedacht. Ja, eigentlich Spritzenphobiker oder habe Angst vor Spritzen allgemein, aber das waren 2 Sekunden, dann war es durch. Hätte ich nicht gedacht. Prima. Und hast jetzt ein bisschen besseres Gefühl? Ich meine, ist ja auch froh, wenn man dann geimpft ist. Ist ja die erste von 2 Impfungen letztendlich, aber die erste schon mal gehabt zu haben, jetzt ist schon ganz gut. Ja. Probleme gerade irgendwie im Arm oder Schmerzen? Noch nicht. Noch nicht. Bisher ist alles super. Hallo, der Nächste. Hi. Hi. Und bist du glücklich, dass du deine Impfung heute bekommen hast? Ja, ne? Ist ja auch nicht so einfach heute, ne? Ja, wie war es so für dich heute? Ganz okay. Also ich hätte es mir ein bisschen schlimmer vorgestellt, bin ich ehrlich. Ja. Aber, ja. Kann man halt. Tut auch nichts weh bis jetzt. Der Arm ist noch locker, entspannt. Ja. Ja gut, die Nebenwirkungen kommen erst heute Abend. Nein, Quatsch. Ja. Alles gut, ja, super. Und so hat es dir auch gefallen bei uns, ja, hier. Toll. Alles gut, alles richtig. Schlagen ging es auch schnell. Super. Perfekt. Ja. Bitte. Wie war es für dich? Ja, alles gut, ne? Alles gut gelaufen. Sehr freundlicher Arzt. Alles prima. Zufrieden mit dem Welcome hier. Ja, und funktioniert. Ja, ihr könntet einen Bierwagen hier aufstellen, dann hättet ihr noch mehr Kundschaft. Ja, das machen wir vielleicht im Juli. Nein, wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und Probleme gerade schon irgendwie, ne? Alles gut noch, ne? Ja, prima. Dank. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Hallo Herr Dr. Hande, schön, dass Sie Zeit haben und schön, dass Sie Zeit haben für diese tolle Aktion. Wie ist diese denn zustande gekommen? Das Impfen? Ja. Das Impfen hier in der AIDS-Hilfe. Das Impfen hier in der AIDS-Hilfe ist ganz einfach zustande gekommen, als Johnson & Johnson nach Deutschland kam und es dann hieß, muss man nur einmal impfen. Und es sollen damit Hotspots beimpft werden, war meine Überlegung, wie ist das mit den Drogenabhängigen, wie ist das mit empfindlichen Bereichen, HWG etc. etc. Habe dann mit der Frau Sperrt von der Stadt gesprochen, habe mit den Drogenberatungen gesprochen, habe hier in der AIDS-Hilfe angerufen, die fanden das gut und dann habe ich gesagt, ich kläre das mit dem Impfzentrum ab. Habe den Chef vom Impfzentrum gefragt, Henrik Magnussen, das ist ein sehr netter Mensch, und der hat gesagt, im Prinzip finde ich die Idee gut, mach organisieren. So einfach. Perfekt. Dann haben wir organisiert. Und in der Drogenberatung in Mitte und in Nord hatten wir auch jeweils 25, 30 Leute, hier heute auch. Also hat sich gelohnt. Gibt es denn noch andere Angebote wie diese, die jetzt noch folgen? In diesem Bereich jetzt nicht. Es sind natürlich in ganz vielen Einrichtungen, Asylantenheimen, Wohnheimen und so weiter sind auch Angebote gemacht worden. Mhm. Aber zentriert auf die Einrichtung. Also meinetwegen in der Obdachlosenhilfe, Wohnungslosenhilfe, so wie in der Gutenbergstraße eben, wie wir das gemacht haben, soweit ich weiß nicht. Okay. Herr Doktor, war es denn schwierig, an den Impfstoff zu kommen? Gab es da irgendwelche Voraussetzungen, die Sie erfüllen mussten? War das eine Bürokratie von den Herren, wie man es kennt? Das ist natürlich Bürokratie. Das Entscheidende ist, man muss denjenigen, der den Impfstoff zur Verfügung hat, überzeugen. Mhm. Das war mir gelungen. Ich war auf dem Impfzentrum drin, weil ich da als Impfarzt seit Januar arbeite. Ich war auch schon im Altenheim und so und auch beim ambulanten und beim stationären Impfen da. Und ja, ich habe gefragt und habe gesagt, das ist eine wichtige Sache. Wir haben Impfstoff, wir sorgen dafür, dass wir welche haben. Perfekt. Was sagen Sie mir zu der aktuellen Entwicklung dann zum Corona-Impfen? Ich würde mich da eigentlich immer Herrn Lauterbach anschließen. Der hat mit seinen Vorhersagen verdammt häufig verdammt recht gehabt. Wir werden sicherlich einen guten Sommer kriegen und im Herbst wird es uns wieder beschäftigen. Wir werden hoffentlich, wahrscheinlich nicht,
wieder so eine Geschichte kriegen wie im letzten Jahr, also eine schlimme vierte Welle wahrscheinlich. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit, lieber Herr Doktor, und danke, dass Sie heute diese Aktion zustande gebracht haben. Ja. So, ihr Lieben, das war's. Ja, erfolgreich, alle geimpft, die hier waren. Lief super, fand ich. Also echt klasse organisiert. Auch hier mein Kollege hat das echt toll im Griff gehabt. Und Uwe hatte den Wartebereich. Ja, ich war für die Betreuung zuständig. Ja, wir wollen gar nicht zu viel zu Corona sagen. Lasst euch impfen, ist unser Appell. Wer es nicht möchte, wir können es verstehen, wir zwingen keinen dazu. Es ist alles freiwillig. Ja, Hauptsache das Leben kann irgendwann mal weitergehen. Aber wir haben natürlich weiterhin unsere Termine für euch. Beratung und Test in der AIDS-Hilfe. Jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr. Anmelden könnt ihr euch wie immer auf hiv-test.herzenslust-duisburg.de. Außerdem sind wir für euch da. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 18 bis 20 Uhr. Also meldet euch an. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit was Besonderem. Wir haben schon was vorbereitet. Also bis dahin. Tschüss. Ciao.